Liebe Sternfreundinnen und Sternfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Astronomieschule Oliver Debus. In diesem Video möchte ich zeigen, wie man eine drehbare Sternkarte richtig hält, damit man sich auch am Sternhimmel schön orientieren kann. Wenn ich mir eine drehbare Sternkarte wie eine Landkarte angucke, dann werde ich verblüfft etwas feststellen, wenn ich die drehbare Sternkarte sozusagen einmal nach Norden stelle und halte sie wie eine Landkarte direkt vor mir, dann werde ich merken, wenn ich nach Norden gucke, ist auf dieser drehbaren Sternkarte rechts von mir Westen und links von mir Osten. Das ist aber nicht das, was ich am Himmel sehe, denn wenn ich am Himmel nach Norden blicke, dann ist in der Tatsache rechts von mir Osten und links von mir Westen, also genau umgekehrt. Wie kann ich das Problem mit dieser drehbaren Sternkarte lösen? Es ist relativ einfach. Ich muss mir nur angewöhnen, dass ich die Himmelsrichtung auf der drehbaren Sternkarte, in die ich gucken möchte, nach unten halte. Also, wenn ich nach Süden gucken möchte, dann halte ich die drehbare Sternkarte so, dass hier die Himmelsrichtungangabe Süden gut lesbar ist, nach unten schaut und dann sehe ich, der Vergleich ist wieder ganz richtig, dass nämlich jetzt links von mir Osten ist und rechts von mir Westen. Wenn ich jetzt nach Westen gucken möchte, dann drehe ich die Sternkarte so, dass Westen nach unten schaut. Wenn ich dann nach Norden gucken möchte, mache ich genau wieder das Gleiche, dass dann die drehbare Sternkarte so ist, dass ich die Himmelsrichtungangabe Nord gut lesen kann. Dann kann ich die drehbare Sternkarte so vor mir halten und kann dann den Anblick am Sternenhimmel schön vergleichen. Das war's wieder von mir. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren und meine Videos weiterempfehlen. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Video, Ihr Oliver Debus.